Schlimm alles. Ich sage immer wieder einen ordentlichen Videospiel-Crash wie in den 80ern, dann sind wir auch die ganzen. Na, ja, wahrscheinlich nicht. Schlimm ist, die großen Firmen gehen ja wahrscheinlich nicht pleite, das ist das Problem. Wobei EA pleite geht mit den ganzen FIFA-Scheiße, wäre schon lustig. Ein Todit. EA Sports FC genauso gut verkauft wie FIFA? Was? Gibt's so was Neues? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Shit. Warum ich nicht überstrahl bin, ist keine Ahnung, weil ich nicht gut bin. Wieder so viel an mir vorbeigegangen. Ich kümmere mich zu sehr um mein eigenes Spiel als um andere Sachen, wie es aussieht. Haben die Lizenz für FIFA nicht mehr oder? Was ist deren Problem? Ich war auch immer nur so minimale Änderung für maximaler Gewinn. Ja, die Nase hat FIFA nicht verlängert, was? Weil FIFA für einen 4-Jahres-Zeitraum 1 Milliarde haben wollte, Junge. Die hat nur gesagt, nee, ich spiele jetzt anders. 1 Milliarde, Alter. Da bin ich mal gespannt, ob sie das funktionieren. Ja, wobei es ist EA, ich meine. Klar, sie haben den Markennamen nicht mehr, aber den muss ja jetzt auch erstmal jemand anderes für 1 Milliarde kaufen, Alter. Eine Milliarde, Junge. Hätte ich aber auch nie gesagt. Wer hat Mew? Was ist das für ein Kack? Streiten. Ich glaube, da kann es nur Gewinner geben. Vielleicht wäre ja beides los, diese elendigen FIFA-Spiele und EA. Man muss ja das optimistisch sehen. Junge, 1 Milliarde, Alter. Junge, kommt mir ja gar nicht klar. Wieso kann das Vieh denn jetzt Donner? Oh. Puh.
Eine Milliarde, Junge, Junge. Das ist ja schon zweimal Star Citizen. Junge. Das ist ja komplett absurd. Was? Mibus? Natürlich kann das auch Donnerwelle. Fick dich doch einfach nur. Also das ist Donnerwelle, nicht Donnerwelle. Hier so. Komm, mir ist nicht so ganz klar, dass das eine Milliarde Dollar für 4 Jahre. Gut, aber letztendlich steht immer noch EA drauf, ne? Ich meine. Hat jemand anders die Rechte schon gekauft an FIFA? Oh, das erinnert mich an dieses Formel 1 Rennspiel mit NFTs drin. Wo du irgendwie so eins für 100.000 Dollar oder so kaufen konntest. Dann haben sie die Rechte nicht mehr bekommen, das Spiel wurde eingestellt. Wie schon ganz die Namensrechte gekauft. Ja, bei 1 Milliarde Dollar auf jeden Fall. Eigentlich kann das nur floppen, weil das Spiel in vielen Spielen dann so anders wäre. Ja, da steht immer noch FIFA drauf. Ne? Man wäre nicht die erste Spieleserie, die maximal anders ist und trotzdem die verkauft, weil halt, ach komm schon. Weil da halt ein anderer Name draufsteht. Wobei, zu anders, ich meine. Stimmt, FIFA-Spieler sind das nicht gewohnt, dass sie andere Spiele bekommen, wenn sie die neue Version von FIFA kaufen. Ne? Die wollen ja schließlich jedes Jahr genau das gleiche Spiel nochmal. Ich glaube, Elektro ist hier nutzlos. Noch schärfer. Danke. Was? Auf die Milliarde jetzt echt nicht so ganz klar, ne? Wie denkt ihr denn, hey, 1 Milliarde für 4 Jahre? Lass mal machen. Ich meine, klar, du hast dann den Namen FIFA, aber... Ach komm! Du willst mich doch verarschen. Wenn die gar nicht sein, dass sie recht über den Spielernamen haben, noch haben, mal für mehr als genug Kohle in den Kartenpacks in den Teammodus. Die haben nicht mehr die Rechte für FIFA, aber noch für die Spiel. Ach, das ist ja alles komplett wirm. Da schon mal irgendwas zusammengestellt. Nein.
die haben auch wirklich alle Lack gesoffen, ich denke. Ich meine, guck dir die Summen an. Ich mache der FIFA ein Angebot. Wenn sie mir 1 Milliarde zahlen, nehme ich ihr Spiel an. Stimmt, die Kartenpacks konnte man sich ja kaufen, ne, für Geld, also für Münzen, die man für Geld kaufen kann. Ja. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Völlig absurd. Aber wir haben ja Glück und ihr fällt damit richtig auf die Fresse und... Wobei, nee. Sehe ich nicht, also... Glaube ich irgendwie nicht. Wobei, mit den Need for Speed-Teilen haben sie sich auch irgendwann mal richtig hart an die Wand gefahren. An die Wand gefahren. Ja. Schlechter Wortwitz. Man muss es ja auch immer optimistisch betrachten. Aus den Packs, wo Messi und Co. Bruchteil des Prozents in Wahrscheinlichkeiten haben. Ja, ja. Möchte ich die beste Karte, dann öffne mal 2 Milliarden Kartenpacks. Dann hast du eine kleine Chance, dass du sie bekommst. Das ist ähnlich irre wie Magic the Gathering. Gathering, wie auch immer. Englische Wörter mit TH immer schwierig. Es auch irgendwie 12.000 Karten inzwischen gibt und ja. Und Leute ein Vermögen reinballern, ist unglaublich. Ich glaube, ich weiß, war das so die ersten wirklich erfolgreichen Kartenspiele? Magic Gathering? Ich glaube, die sind schuld. Ich sollte mein eigenes Karten... Warum entwickle ich kein Kartenspiel? Ich muss Kartenspiele in mein Spiel einbauen. Genau. Wegen der total unbekannten Sport, wo die Lizenz nichts kostet. Dass EA noch nicht in all ihren Spielen solche Karten hat. Wundert mich ja. Wäre doch mal wieder was für einen neuen Need for Speed Teil oder so. Könnte man Autos reinpacken? Ja. Also EA kann dann noch wegen nach oben optimieren, denke ich mal, ne? Da geht noch was.
geht noch was. Alles echt belastend. Ist vor allem verrückt, wenn man bedenkt, dass EA mal als Firma angefangen hat, die künstlerische Freiheit garantieren wollte und nicht so sein wollte wie die anderen Firmen. Und jetzt ist EA halt schon so hart. Naja. Man könnte es auch noch in Battlefield einbauen, ich meine. Kannst du vom berühmten Soldaten oder so Zweiten Weltkriegswaffen Karten ziehen. Oh. So viele Möglichkeiten. Ich glaube, ihr denkt da gar nicht richtig mit. EA können auch noch von Microsoft gekauft werden. Ich meine, Microsoft fehlen nur noch ein paar Spielefirmen, oder? Ich überlege gerade, welche großen Firmen es noch gibt. Ubisoft noch, ne? Nintendo wird langsam schon wieder dünn. Es wird wirklich Zeit, dass ich anfange, Spiele aus den 80ern zu spielen. Da habe ich meine Ruhe den ganzen Scheiß. Da war die Hardware noch nicht leistungsfähig genug, um irgendwas von dem ganzen Scheiß einzubauen. Pokémon Slogan Connect Kitchen Ohren abgelegt. Max hat den dafür angenommen. Ja, was gehört Microsoft inzwischen alles? Ich meine, die haben ja Bethesda übernommen. Blizzard? Blizzard war doch auch Teil von Bethesda, oder? Ne, die sind Teil von Activision. Also. Moment, Activision ist Teil von... Nee. Ach Junge! Gibt nicht so viele, trotzdem habe ich keinen Überblick. Wurde Activision nicht... Nee, Blizzard wurde von Activision gekauft, ja. Nee, Bethesda hat nicht Activision irgendwann mal gekauft, oder? Ach. Details. Ja, sie haben Zimmers gekauft, zu denen wird Bethesda. Neulich haben sie Activision Blizzard gekauft. Sind voll gemerged. Also haben sie. Ja, stimmt, die haben sie auch schon gekauft, ne? Also doch, ach, das ist. Ja, das mit Activision Blizzard ist ja schon eine Weile her.
Ja, zähl ihn mal als Bethesda. Ich unterscheide da nicht so. Ich komme mit Namen immer durcheinander. Ich kann manchmal einen eigenen Namen merken, das reicht mir schon. Ja, bleibt dir noch? Was bleibt noch übrig? Ich meine, klar, Nintendo und Sony? Ubisoft? Dann wird's schon schwierig. Steam, also Valve. Noch. Wenn Microsoft wohl Valve kauft?